kommt Ihr Moderator Clemens Maria Schreiner. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen bei Fakt oder Fake. Wenn in unserer Welt an einem wirklich kein Mangel herrscht, dann ist es Information. So viele Informationen schwirren da draußen herum, dass es gar nicht so leicht ist, draufzukommen, was denn jetzt stimmt und was nicht. Manche sagen dazu alternative Fakten, andere sagen Fake News oder ganz altmodisch ein Blödsinn. Wir jedenfalls haben uns vorgenommen, den Blödsinn für Sie herauszufiltern. Dazu jedenfalls später mehr. Zuerst darf ich aber gleich meine drei wunderbaren Studiogäste begrüßen. Sie sind quasi frisch aus dem Simpel zu mir hereingeschneit, könnte man sagen. Julia Edmeier, Michael Liberani und Katharina Dorian. Danke. Sehr schön, dass ihr da seid. Ihr wisst, es geht um Fake News. Wir müssen auseinander dividieren, was stimmt, was nicht. Fühlt ihr euch ausreichend vorbereitet? Es stimmt nicht. Stimmt nicht. Genau, genau so fühlen wir das jetzt so durch. Wunderbar. Ja. Vielleicht zum Einstieg gleich eine Frage. Nia, ich meine, deine Tochter ist jetzt, kann man sagen, schon erwachsen aus dem Gröbsten heraus. 21, ja. 21, ja. Aber trotzdem warst du so eher ein ängstlicher, übervorsichtiger Vater damals? Nein. Mir war es eigentlich wurscht. Ja. Ja. Und das hat sie, glaube ich, sehr genossen. Nein, also ich glaube, dass man in der Erziehung die Kinder begleiten soll auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden und ihnen möglichst viele Steine in den Weg legt, damit sie lernen, drüber zu steigen. Oder dann, wenn sie Vizekanzler werden, Brücken zu bauen draus. Ja, schön. Das finde ich wunderschön. Wichtig, oder? Ja. Eine grundvernünftige Erziehungsmaxime von Michael Liberani, aber trotzdem könnte es sein, dass das Video, mit dem wir heute starten, den Eltern da draußen einen kurzen Herzinfarkt nahe bringt. Wir schauen uns das an. Also das folgende Video zählt 45 Millionen Klicks, also nur knapp weniger als das YouTube-Gesamtwerk von Michael Liberani. Und dort fliegen aber nicht erfreulicherweise die Pointen herum, sondern unerfreulicherweise die Steinadler. Ja, derweil schaut's noch nach einer schlecht gedrehten Universumfolge aus. Der Steinadler kreist da ganz gemütlich, aber jetzt wird's dann bald dramatisch. Oh, shit! Oh. Hey, was auf heute, Kerek? Oh, ouais, mais... Oh, ça va? Oh, non. Ja, man hat es gesehen, also da bekommt das Wort Greifvogel natürlich gleich eine ganz andere Konnotation. Aber ist dieses Verhalten realistisch? Kann dieses Video wirklich so passiert sein? Kann sein, dass ein Steinadler ein Kind mit einem Beutetier kurzfristig verwechselt? Ja, vielleicht, weil die Haube ausschaut wie eine Maus. Ja, möglich. Also der Fellbommel also an der Haube ist ein Risikofaktor. Also nach dem Greifadler, was ist ein Greifadler? Ein Steinadler. Ein Steinadler, Entschuldige. Gibt es überhaupt einen Greifadler? Was ist der Unterschied? Also Doppeladler ist jetzt einmal keiner. Also es ist, ich glaube, es ist kein Fake. Weil erstens einmal, warum sollte ein Adler, der einen Hunger hat, kann mich sehr damit identifizieren. Auch ich würde, wenn ich kurz an einem Kind vorbeigehe, kurz überlegen. Und was vor allem dafür spricht, ist, dass es kein Fake ist, dass er es nicht hochgehoben hat und weggeflogen ist. Weißt du, was ich meine? Genau, also er hat es versucht. Weil das wäre wirklich spektakulär, wenn das Kind eine Runde fliegt. Das ist ein gutes Argument. Hätte es auch die 45 Millionen Klicks verdient eigentlich. Eben. Ne, für die dann, Runde, aber so. Und wenn das Kind dann mit dem Adler rauf ins Adlernest ist. Und dort und, dann aufwächst. Und dann wieder zurück. Bis zur Matura. Zum Beispiel, bis zur Matura. Dann wäre es ein Fake. Und warum hat es der Adler wieder losgelassen? Man könnte auch mutmaßen, dass eventuell der Adler erst im Anflug dann gemerkt hat, dass die Windel voll ist und sie dann doch für einen Weiterflug entschieden hat. Aus hygienischen Gründen. Die Windel gerochen sind, nein, ich werde doch Veganer.
Kann ich noch einmal den Anfang sehen? Du willst das wirklich wissen? Ja. Nein, wir müssen jetzt euch entscheiden lassen. Aber wer das Kind so ausschaut, wieso? Julia, was glaubst du? Ich sage Fake. Fake? Ich sage echt. Also Katharina? Fakt. Wir haben doch gesagt, wir sagen immer das Gleiche. Ach so, ich sage. Es hat nicht lang gehalten, diese Idylle. Ich kann nur so viel verraten. Es gibt am Ende auch einen sehr prestigeträchtigen Preis. Also man muss sich nicht an den anderen festhalten. Echt jetzt? Dann muss ich mich jetzt anstrengen. Oh, Fakt. Katharina, was meinst du? Ja, ich sag Fake. Fake? Ja, ich bleib bei meiner ersten Eingebung. Gut, also es gehen die Meinungen jetzt schon auseinander. Wir wissen nicht, ob dieser Adler das Kind nur zur rhythmischen Sportgymnastik transportieren wollte. Aber die richtige Antwort haben selbstverständlich unsere Experten. Die richtige Antwort kommt diesmal quasi von Peter und dem Wolf, nämlich vom Biologen Peter Iwaniewicz und Digitalexperten André Wolf. Schön, dass ihr da seid. Bitte erzählt uns ein bisschen was aus eurer jeweiligen Fachperspektive. Wie schaut es mit der Authentizität von dem Video aus? Peter. Das Problem von Steinadlern in Großstädten ist ja ein unterschätztes, wie man sieht. Bei euch muss ich wohl ganz am Anfang anfangen bei der Biologie. Es ist ein Steinadler. Der hat tatsächlich weiße Federn. Wie viel habt ihr schon in der Stadt gesehen? Ja, in Schönbrunn zum Beispiel. Ja, gut. Der Herr Gescheit kommt dazu, der Dorf Gescheit. Ja, naja, das ist natürlich richtig. Ja. Das haben wir übersehen. Das wäre zum Beispiel so ein kleiner Hinweis drauf. Ja. Man könnte sich jetzt einmal grundsätzlich fragen, kann der das überhaupt grundsätzlich tragen, so ein Kleinkind? Was wiegt so ein zweijähriges Kind? Ich habe, glaube ich, 18 Kilo gehabt. Bei der Geburt. Ja. Ja. Bei der Geburt schwerer als meine Mutter. Was wiegt so ein Adler? Das ein Adler wird wiegen, was hat so ein Truthahn? Was hat der Truthahn zu uns so weit? 3 Kilo, 4 Kilo? Also Weibchen sind größer, also schwerer. Irrsinnig haben bis zu 7 Kilo. 7? Okay. Männchen bis zu 5 Kilo. Ja. Und im Allgemeinen können Vögel die Hälfte ihres Körpergewichts tragen. Greifvögel mehr. Und so ein Steinadler kann bis zu 15 Kilo tragen. Also das gilt sich bei einem 10, 11 Kilo schweren Kind. Auf ein Kind eigentlich sicher aus. Ja. Aber, da gibt es ein Aber. Das sind keine, wie soll ich sagen, Kidnapper, weil die würden das Kind so am Rücken so zart angreifen, sondern die fressen ja normal auch kleine Rehkitze, Bockkitze. Und da schlagen sie ihre Fänge in den Schädel hinein und nicht auf den Rücken. So ein zappelndes Rehkitz wegzutragen ist blöd, das muss gleich tot sein, ist ein bisschen ein grausiges Detail. Das heißt, es würde also gleich bei der von der Katharina angesprochenen Pudelmütze angegriffen werden. Und direkt hinein und da wäre nichts mehr runtergefallen. Ja, jetzt ist die Stimmung wirklich super, muss ich sagen. Das heißt, ihr habt recht. Ne? Leben ist grausam. Sie sehen, wir sind mehr der Wahrheit verpflichtet als der guten Laune. Aber um der Wahrheit auch vollständig die Ehre zu tun, gebe ich dir noch weiter, lieber André. Du hast dir aus der Sicht des Digitalexperten dieses Video ganz genau angeschaut. Die biologische Seite haben wir jetzt gesehen, also ganz klar, theoretisch vielleicht, vielleicht nicht. Wir gehen an so ein Video immer ran, indem wir so ein Video zerstückeln, also die Salami-Taktik anwenden und das Ganze scheibchenweise zerschneiden. Das nennt sich Frame-to-Frame-Analyse, also wirklich jedes einzelne Standbild anschauen. Und da wird es spannend bei dem Video, denn dieses Video zeigt kleine Unregelmäßigkeiten, wenn man den Adler fliegen sieht. Das war schon ganz richtig mit dem Runden. Ja genau, weil er mich nicht, du hast mich nicht schauen lassen. Ich glaub, sicher nicht. Na sicher nicht. Stehe ich wieder da, der Volltrottel. Ich wollte es mir noch einmal anschauen. Das, bravo, war reine Absicht. Das war reine Absicht. Er hat gewusst, dass das so ist. In dem Moment hat man gesehen, dass der Flügel nicht so ganz richtig war. Und wenn er zur Landung ansetzt, sieht man unvermittelt noch einen Schatten. Also der Schatten kommt nicht geschmeidig ins Bild, sondern ist
prompt da und da sieht man schon, okay, da ist vielleicht was dran gemacht worden an dem Video und dann fängt man an zu recherchieren. Und wir haben herausgefunden, das Video ist tatsächlich animiert, es stammt aus Kanada, es stammt von Staatlichem Zentrum für Animation und Design. Ein paar junge Studierende, 4 Studierende haben das Video gemacht und sie haben wirklich alles animiert. Der Adler ist animiert, das Kind ist animiert, das heißt letztendlich ist das Video ja im Studio entstanden. Ja gut, so hätte ich es auch erkannt, nicht? Muss man dazu sagen. Deswegen haben wir uns das auch für jetzt aufgehalten. Aber wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch. Danke, André. Danke, Peter. Ja, vielen Dank. Das Adler-Video war definitiv ein Fake. Also auch weiterhin keine Panik bei Parkbesuchen mit Kindern. Die Adler sind nicht so gefährlich, wie es da ausschaut. Das Einzige, worauf man achten muss, der wichtige Unterschied zwischen Pudeln in der Sandkiste und Pudeln in der Hundezone. Aber auch wenn ein Angriff aus der Luft vielleicht eher unwahrscheinlich ist, bitte reißt Der Pudel hat jetzt ein bisschen länger gedauert bei mir. Ja, ist ja kein Problem. Ist ja kein Nimm dir jede Zeit, aber die du brauchst. Aber sehr gut. Ja, danke. Danke. Also ein Angriff aus der Luft erscheint eher unwahrscheinlich. Ja. Möglicherweise gibt es aber vielleicht einen Angriff mit der Luft. Also ich meine, ihr habt alle genug Fernseherfahrung, um zu wissen, wo immer ein Fernsehteam auftaucht, ist ordentlich Wirbel in der Luft. Aber super Überleitung, ein anderer Luftwirbel, der kann schon ganz ordentlich was anrichten. Und wie das genau ausschaut, wenn man das ziemlich groß aufzieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Es ist also mit so einer Art Luftkanone auf diese Boxen geschossen worden und dann fliegt alles um. Aber ist dieses Video Schall und Rauch oder ist es wirklich so gedreht worden? Ja, ist zwar gescheit, sagt's halt. Ich sag nichts mehr. Na, ich glaube schon, dass das geht. Das ist halt ein also quasi ein Wirbelsturm, aber halt der quer. Ja. Ja. Der gefährliche horizontale Wirbelsturm. Ja. Also man sieht ja da so irgendwie eine Art Rauchring oder so, die sich da wegbewegt. Aber glaubt ihr, kann das so passieren? Gibt es dieses physikalische Phänomen? Das kann ja nur der Staub vielleicht in der Halle dort sein, der sich da... Ich glaube, es ist ein Fake, weil es ist ja jetzt allgemeines Rauchverbot. Ja, ja. Also das Video ist schon älter als das Rauchverbot, so viel können wir verraten. Also, und ist ja außerdem nur in Österreich, wir wissen ja noch nicht, wo das gedreht worden ist. Aber Julia, du schaust sehr skeptisch, ja, was das Video betrifft. Ja, ich bin nur skeptisch, aber ich finde, es schaut sehr professionell aus. Und als hätten sie dir das schon irgendwie gut überlegt. Kann ich es jetzt noch einmal sehen oder dass ich dann wieder dastehe, wieder volltrott? Einmal ist mir in den Rücken gefallen. Das ist müssen wir immer nicht gleich machen. Einmal können wir es euch noch zeigen. Auf jeden Fall so. Aber bitte jetzt Adlerauge in dem Fall auspacken, weil ein drittes Mal. Genau. Schau, zum Beispiel, der Nebel bewegt sich überhaupt nicht. Da ist nichts. Das steht. Das ist gemalt. Da. Vorsicht, jetzt kommt er. Vorsicht, Achtung! Schön, dass du es gleich in ein Studio-Experiment verwandelt hast. Ja. Aber nein, aber der Nebel am Anfang hat sich überhaupt nicht bewegt. Das weiß ich. Es gibt ja einen Bühnennebel, der steht. Der steht ja auch so lang, das ist richtig. Ja, bei Thrones. Wir spielen nämlich im Simple eine Parodie auf Game of Thrones. Ja? Da ist eine Parodie im Simple, ist sehr lustig, auf Game of Thrones. Aber was ich noch fragen wollte, wolltest du nicht irgendwas Werbung machen? Und bei Game of Thrones, bei ist uns... Ist das im Simple? Ja, es ist im Simple. Da kommt auch so ein Nebel runter. Ja, ja. Und der ist der auch steht so ruhig. Auch relativ lang. Ja, siehst du. Aber nicht so wie der bewegt sich gar nicht. Der korrieselt so runter und dann verzieht er sich so und der... Aber es ist ja nicht nur der Nebel, es ist ja auch dieser Luftring, den die da irgendwie aus dieser Kanone rausschießen. Also ich hätte irgendwie gern, dass es Fakt ist. Ja, aber das Leben ist eben aber kein... Ja.
Aber ich glaube, das reicht uns schon. Ja? Was? Ich glaube nicht, dass. Ich weiß nicht. Na doch, ich sage Fakt. 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 Gut? Ja. Willst du die Katharina auch noch vorlassen? Nein, oder? Das ist vorbei. Okay. Fakt. 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 Fick! Ungeachtet. 100 Euro. Achso, nein, ungeachtet. Jeglicher Präzedenzfälle bleibt Michael Liberani bei seinem Alleingang. Und jetzt wir fragen den Mann, der weiß, ob diese Rauchringe die Artillerie der Shisha-Bar-Besitzer sind. Den Mann, der bei uns immer zum Einsatz kommt, wenn irgendwas umfallen, explodieren oder sonst irgendwie beschädigt werden muss. Unser Physiker und Luftscharfschütze Bernhard Weingartner. Ich schlage vor, der Zweifler kommt gleich mal zu mir hier ins Labor. Recht, Herr Liberani, bitte zu mir ins Labor. Das musst du alleine. Aber Herr Professor, ich hab meinen Turnsackerl vergessen. Hauptsache, das Hirn ist dabei. Ja. Jetzt testen wir das. Ja. Und da braucht man jetzt eine Mischung aus Feingefühl und Körperkraft. Schaffen Sie das? Ja. Wir probieren's. Es kommt Nebel rein. Wir brauchen den Nebel, damit man sieht, was da passiert. Nehmen Sie die Dose und einfach mit Gefühl da hinten drauf klopfen. Klopfen, klopfen, klopfen und dann vielleicht auch zupfen. Einfach mal klopfen. Ja, wunderbar. Warum kommt da dieser Applaus! Gut, Schockwelle trifft auf die Wand, das Loch ist zu klein. Ja. Was macht die Schockwelle? Was macht diese Luftscheibe, die da gegen die Wand duscht? Die Luftscheibe denkt sich, das Loch ist zu klein und zieht sich zusammen. Ja. Und drängt sich so raus. Wunderbar, mit vollem Körpereinsatz. Ja. Genau, sie drängt sich raus. Perfekt, die Luftscheibe drängt sich raus, reißt auf, der Rest flutscht noch. Ja. Und im Nachflutschen wird dieser Ring gebildet und der wird die ganze Zeit durchgeknetet. Der dreht sich in sich und dadurch ist er so stabil. So, jetzt machen wir das Gescheite, also von der Do-it-yourself-Variante zur gescheiten Variante. Bitte schön. Da ist ein Griff. Keine Kosten und Mühen gescheut. Da war ein Rotwein drin, den habe ich auch austrinken müssen. Jetzt, lieber Clemens, kannst du bitte die beiden Becher auf unsere beiden freiwilligen Damen platzieren? Oh, das mache ich sehr, sehr gerne. Oh Gott, ducken Sie sich alle bitte. Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder. Rechtshänder. Oh, also, mit der linken Hand den Griff packen. Wir füllen unseren Nebel da rein, damit man auch sieht, was passiert. Wie gesagt, auch ohne Nebel wird sich der Ring bilden, aber man sieht nicht. Und jetzt gehen wir vielleicht da, gehen wir ein bisschen rüber. Also am besten da mit der Hand richtig reinfahren. Ich ergebe mich sofort, ja, also bitte genau. Bist du auf mich. Und jetzt ein bisschen einschießen. Herr Direktor, und dann Sie brauchen mich noch, gell? Sag's noch. Was? Herr Direktor, Sie brauchen mich noch, ich sag's noch. Was? Und. Ja, warte, da will ich dich schon noch. Bisschen zu hoch. Moment. Herr Direktor, ja, ich hab's falsch gemacht. Rausziehen? Ich muss wieder rausziehen, ja, ich hab's und rausziehen. Dann reinklopfen. Ja, ja. Oh. Oh. Die Einschläge kommen näher. Ah, Jesus. Ja, nicht. Ja! Bravo! Gratulation. Und das beim ersten Versuch. Ich hab gesagt, ein Naturtalent. So, jetzt? Jetzt wird's gefährlich. Schieß mal Arm weg. Der ist jetzt natürlich. Mein Sessel hat Rollen, ich fahr da gleich weg. Dann. Achtung, jetzt wird's wirklich gefährlich. Bitte Schutzausrüstung aussuchen. Also Helm, Handschuhe. Jetzt machen wir das Ganze noch größer. Jetzt ist es wie im Zirkus. Jetzt werde ich da reingesteckt und ich werde da ausgeschossen. Ja, es hat das mit Zirkus zu tun. Wir füllen ein bisschen Nebel rein. Wieso muss ich? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ja. Die Handschuhe auch? Bitte. Gott sei Dank hast du das alles nicht durchgelesen, was wir dir zum Unterschreiben gegeben haben. Ja, sie hätte es lesen sollen. Und jetzt machen wir das Ganze mit Salzsäure. Nein, mit brennbarem Gas. 200, über 200 Liter flute ich jetzt mit Gas. Und ich brauche einen Assistenten, der mir meinen Ring entzündet. Wir haben da eine rote Linie. Ja. Sie gehen jetzt bitte vor die rote Linie und kommen nie wieder zurück,
Ja, das ist schon mal ein Problem. Das erledigt dann die 200 Liter Gas, aber... Ich meine, dazu muss man Folgendes sagen, weiß nicht, ob die Kamera das sieht, die Sicherheitsvorkehrungen sind wirklich toll. Das sind zwei rote Linien, ne? Die dünne. Nein, ich sag's nicht. Licht bitte dimmen. Das geht aber jetzt so in meine Richtung, ich geh da mal. Achtung! Und ja, nicht näher kommen. Nein, 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 nein. Schauen wir, ob es funktioniert. Da war der Ring. Also das, ich finde am ORF sehr mutig, dass man das einen halben Perser machen lässt. Die politische Lage im Nahen Osten ist angespannt. Sehr mutig. Michael Lieberati mit den Bundesländern. Achtung! Konzentration. Ja. Noch was? Einen probieren wir noch. Ja, komm, Mohammed. Ja, bravo. Wahnsinn. Oh. Todesmutig, Michael Lieberani. Ein Wahnsinn. Ja, ja, es ist. Bernhard, wir haben jetzt alles Mögliche gemacht. Kleine Ringe, große Ringe, brennende Ringe. Aber was sagt uns das alles bezüglich des Videos? Genau, ja, dass wir hier haben, bisschen, nur noch größer, hat genügend Kraft, um einerseits Becher von Köpfen zu schießen oder, wie im Fall des Videos, leere Kartonkisten, die sind ja auch nicht wirklich schwer, umzuschießen. Das ist also eindeutig ein Fakt. Wunderbar. Vielen Dank, Bernhard Weingartner. Ja, bei uns ist weißer Rauch aufgestiegen. Dieses Video ist definitiv ein Fakt. Ja, während Michael Lieberani sich den Schweiß von der Stirn tupft, der ihm kurz aufgestiegen ist, bleiben wir gleich bei luftigen Themen, aber diesmal bei der Qualität unserer Stadtluft. Paris, London, Brüssel, Lissabon klingt wie die Filialliste von einem Nobelshop, aber es ist eine Liste der Städte, die schon Dieselfahrverbote beschlossen haben. Bei uns gibt es die noch nicht, aber trotzdem gibt es so ein bisschen die Angst, dass in den Städten die Luft ganz furchtbar schlecht ist, dass das CO2 quasi gigabyteweise durch die Gassen hupft und dass der Nebel in Wien nicht von der Donau kommt, sondern vom freundlichen SUV nebenan. Aber parallel dazu gibt es andere Nachrichten, nämlich dass wir auf ganz, ganz hohem Niveau jammern und dass die Luftqualität eigentlich besser ist denn je. Aber kann das wirklich sein? Stimmen die Schlagzeilen, dass die Luftqualität in unseren Städten heute besser ist als je zuvor? Was meint ihr? Könnt ihr euch das vorstellen? Wie sind eure praktischen Erfahrungen? Du bist ja viel auch zu Fuß in der Stadt unterwegs. Ich muss ehrlich sagen, bei uns. Bei uns im Industriegebiet ist die Luft viel besser als noch vor 10 Jahren. Es schneit zumindest. Ich fahre sehr gern mit einer Radl am Ring. Jetzt sagt ihr wieder was, ihr habt immer recht. Das ist jetzt so allgemein gehalten, Luft in Städten so sauber wie noch nie. Also in den Sauber im Sinne von weniger CO2, weniger Abgase oder sauber im Sinne von geputzt? Putzt du, kurze Frage, putzt du auf offener Straße die Luft? Nur die, die ich selber rauslasse. Aber die ist vorfiltriert. Die vorgefilterte Luft. Die Frage ist ja, also trotz Diesel, nie war die Luft so gut wie heute, stimmt auf gar keinen Fall. Weil zum Beispiel 1423 war die Luft auch schon einmal sehr gut. Also weniger Dreck in der Luft war auf jeden Fall einmal seit Entstehung der Welt, da war einmal sehr schlechte Luft, die Erdoberfläche hat einmal 400 Grad gehabt und so weiter. Da war noch kein Sauerstoff, war sehr schlechte Luft, viel schlechter als heute übrigens. Muss man den Grünen auch mal sagen, ja? Das ist war viel schlimmer damals, wie es noch 400 Grad gehabt hat auf der Erdoberfläche. Aber da steht nichts im Regierungsprogramm. Aber wie erklärst du dir dann die Schlagzeilen, dass... Ja, Trotteln. Ja. Eine Erklärung, die wie sehr viele Redakteurinnen und Redakteure trotteln. Ja. Was meint ihr beide noch dazu? Nein, ich kann mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Nein, es stimmt einfach nicht, es ist falsch. Auch wenn die jetzt sagen, es stimmt, stimmt es nicht, weil... Ja, das sind ja auch Redakteure. Weil
Nein, das, ja, das kann nicht sein. Nein, ich glaube auch nicht. Luft in der westlichen Welt so sauber wie noch nie. Westliche Welt, nein. 1723. Ja. 5 Tage vor Erfindung der ersten Dampfmaschine war die Luft besser. Optimal. Gut, also fake, fake. Wirklich in Zeitungen ist das gestanden? Ja. Aha. Ja, aber ich sage fake, fake, fake. Fake, 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 ja. Fake, sagen fake, fake, meine fake. Drei Gäste. Und wir fragen natürlich jemanden, der jetzt da wirklich frischen Wind in diese Überlegungen bringen kann. Der Meteorologe und Experte für Stadtklima, Matthias Rathheiser. Ja. Matthias, also, erzähl uns aus wissenschaftlicher Sicht, wie schaut das aus? Ja, gerne. Gut, bei der Aufklärung muss man natürlich wirklich einmal eine kleine Relativierung anbringen. Als die Säbelzahntiger das Wiener Becken durchstreiften, hat es leider noch keine Luftgütemessungen gegeben. Das heißt, insofern ist es Ausrede! Das ist, weil die Säbelzahntiger... Faule Ausrede! Ja, ist es wirklich. Außerdem reißerische Schlagzeilen. Eine Schlagzeile wurde von einem bekannten Autounternehmen lanciert, also muss man mal vorsichtig sein. Aber wir können uns mal die Frage stellen, was denn überhaupt Luftverschmutzung in den Städten verursacht. Irgendwelche Ideen? Hausbrand. Es sind nicht die Säbelzahntiger. Hausbrand ist ein guter Punkt. Hausbrand. Säbelzahntiger sind deshalb ausgestorben. Der Ort der Autos? Genau, Hausbrand ist gut. Also früher hat man Kohlen geschleppt in den vierten Stock. Es wurde viel mit Kohle geheizt, mit Holz geheizt. Viel ungefilterter Dreck in der Luft, das war mal ein großer Faktor, Und auch der Dreck in der Luft, der was von Ausland reinkommt, wo die noch nicht so gute Sachen haben wie mir. Der ist der Schlimmste. Der ist der Allerschlimmste. aber Autoverkehr ist natürlich auch eine gute Frage und die Älteren unter uns werden sich vielleicht erinnern, als neben Superbenzin, Normalbenzin auf einmal neue Zapfsäulen in den Tankstellen dazugekommen sind. Was war das? Ich habe keinen Führerschein, ich weiß es nicht. Bleifrei. Ah, bleifrei. Ja, Benzin, Katalysatoren, Rußpartikelfilter, das sind alles Faktoren, die natürlich den Autoverkehr ein bisschen da zurückgedrängt haben in der Verschmutzung. Na, und das Dritte ist die Industrie, die ist vor allem in China. Also bei uns weg. Das heißt, da gibt es auch weniger Emittenten mittlerweile. Ja, aber in den China-Restaurants ist die Luft auch oft sehr. Ja, und in den Teigtaschelfabriken. Ja. Will ich auch nicht sein. Auch sehr. Ja. Jedenfalls, das heißt, unterm Strich kann man sagen, ja, das ist ein Fakt mit der kleinen Einschränkung, seitdem es Messaufzeichnungen gibt. Es gibt zum Beispiel in Deutschland eine Untersuchung in den letzten 30 Jahren hat sich die Feinstaubbelastung halbiert in Städten, in den deutschen Städten. Es gilt also für die westliche Welt, China, Indien. Ja. Da ist noch viel also die Feinstaubbelastung ist jetzt von sehr tödlich auf nur noch tödlich. So ist es. Also seit dem Industriezeitalter hat sich viel verbessert. Seitdem es Aufzeichnungen gibt, ist es die beste Luft, die wir gemessen haben. Aber wie nie ist falsch. Wie nie ist falsch. Ja, wir nehmen das zur Kenntnis. Ja, also wir kriegen 3 Punkte. Und gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle. Vielen Dank, Matthias Rathheiser. Gerne, gerne. Danke. Und wir halten auf alle Fälle fest, es ist die Luftgüte besser als seit Beginn der Messungen. Das ist ein Fakt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Ihnen eine Schlagzeile wie die vorige spanisch vorkommt, obwohl sie eigentlich deutsch ist, wenn Sie Vorschläge für ein spannendes Experiment haben oder wenn Sie vielleicht einen verblüffenden Fakt kennen, den Sie gerne meinen Gästen im Studio unter die Nase reiben wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden. Schreiben Sie uns einfach an faktoderfake@orf.at. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören und das ist auf jeden Fall ein Fakt. Fake. Was? Fake. Fake. Ich glaube, es ist ein Fake. Fake. Nein, ich glaube, es ist ein Fake. Genau auf diesem Weg hat uns nämlich auch das folgende Video erreicht. Ein Video, das in verständlicher Weise die österreichische Volksseele aufwühlt, weil es geht darin ums Skifahren im erweiterten Sinn. Normalerweise geht ja beim Skifahren so die Verletzungsgefahr eher davon aus, dass man mit norddeutschen oder holländischen Skitouristen kollidiert. Aber in diesem Fall ist einem ausgewiesenen Profi ein kleines Missgeschick passiert.
man weiß ja, dass die ärgsten Skiunfälle immer im Flachen passieren, aber das ist doch ein Sonderfall auf diesem Video, das uns Michael Rath aus der Steiermark geschickt hat. Ja, Bremse, guckeli, guck mal. Oh. Was ist das? Kannst du das nochmal machen? Der komplette Bus ist hin, siehst du das nicht? Das gibt's nicht. Die Aufregung ist groß, aber kann diese Art von Skifliegen wirklich real sein oder ist da digital getrickst worden? Der Busfahrer ist ein Tiroler. Ach so. Ich warte noch, ob noch was kommt. Also, es ist ja. Fakt oder Fake? Der Busfahrer ist ein Tiroler. Das können wir an dieser Stelle nicht genau feststellen. Vielleicht oder ist macht er nur schlecht den Tiroler Dialekt? Vielleicht ist es ein Liechtensteiner mit einer Schweizer Mutter, der verblüffend einen Tiroler spielt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht einmal, ob er einen Busführer hat. Das war aber auch eigentlich nicht die Kern der Frage. Ja, das ist mir aber wurscht. Schau. Nein, ich versuche drauf. Wenn der Busfahrer Wiener gewesen wäre, dann ist das Video ein Fake. Weil der Wiener hätte nicht, wäre nicht hingegangen, hätte gemacht, ah, jetzt ist alles kaputt. Sondern der hat vier geschrien, haben sie eins hier geschissen, du Arschloch? Bist du deppert? Nein? Und der hat es so schlecht gespielt, finde ich, der Tiroler Busfahrer. Ja. Da knallt dir jemand einen ganzen Ski in deinen Bus? Ja, aber ein bisschen lustig findet man es vielleicht auch in dem Moment. Na, glaubst du? Aber ja, na ja, wir würden es lustig finden. Es sitzt ja keiner drinnen, oder? Also es kann ja nichts passieren. Das wissen wir nicht. Aber vielleicht der, sind drei der Leute hat ja gar nicht tot, gewusst, wie im Ski. Aber Frage. Ja, Frage. Frage. Habt ihr es gehört? Was? Eine Scheibe oder also nein. Eben. Man hat es nicht gehört. Nein. Hat man gar nichts gehört? Ja. Weil es ist ja das Glas jetzt auch nicht so richtig zersprungen, deswegen. Ja, aber naja, das ist ja so ein Sicherheitsglas. Das guter ja, Punkt. Ja, aber das muss man ja trotzdem hören. Das muss man hören, ja. Es muss und vor allem glaube ich, dass man nicht so eine, also dass man nicht so einen Schwung hat, dass es bis dorthin geht. Na, ich glaube, es ist ein Fake. Okay. Er macht so, dann macht doch der Ski bum bum. Wie? Bum bum. Wir schauen uns noch einmal an, was der Bup-Bup macht. Bum-Bum. Bup-Bup, wir haben eigentlich die Rauchringe gemacht, aber wir schauen uns den Schuss noch einmal an. Ja. Ja, Bremse, hören auch die Scheibe. Oh. Ja, das ist lustig. Ja. Was ist das? Kannst du das nochmal machen? Ich glaube, das ist schon fake. Kannst du es nochmal machen? Nein. Und jetzt? Nein. Na, schau, wie weit das ist. Nein, das ist zu weit. Das ist zu weit. Ja, schau, wie schlecht er jetzt spielt. Da. Gut. Da, da. Ja, Oskar gewinnt er, damit er kann. Wir wissen. Pass auf, jetzt wird sie am Kopf greift schlecht. Um Gottes Willen. Was ist denn los? Nein, das ist jetzt schon wie schlecht der spielt. Der Bus ist hin, siehst du das nicht? Das gibt's ja nicht. Der spielt total schlecht. Der geht mit seinem Tee. Das ist ein Ski in seinem Bus. Was macht er? Jesus, na! Ja, aber das ist der Schock! Was? Der Schock! Der Schock? Der Schock! Der steht unter Schock! Ja, aber zum Beispiel. Der ist einfach vollkommen überfordert mit der Situation. Wie oft fliegt dir ein Ski in den Fuß? Du regst ja total auf. Ja, aber sowas kann ich mich wirklich aufregen. Das ist, Es ist egal, ob der Ski wirklich im Bus ist, aber der Busfahrer. Das ist mir wurscht, aber der spielt das so schlecht! Das gehört besser gespielt, das ist ein Tiroler. Bitte, bitte zeig's uns besser. Der muss hingehen und sagen, bist denn du verrückt worden, dass man da in eine Ski um den Tee. Dass er mir da den Ski einer tut. Ja, was glaubst du? So musst du reagieren. Ja, ja du, musst,
Du musst ihn eh nicht engagieren. Na, glaubst du, wenn die das an der Josefstadt spielen, dass der Föttinger nur hingeht und macht nach Geld? Was ist das? Ja, im Simpel also, ist nicht viel besser, oder? Nein, im Simpel spielen wir es genauso. Na, Geld! Na, dann ist es. Du fürchtest nur die Tiroler Konkurrenz, jetzt wissen wir es. Ja, ja. Aber gut, also wir ach, gut. brauchen natürlich bei aller Outrage, die in diesem Video gut täte, eine Festlegung von euch. Glaubt ihr, ist dieses Video Fakt oder Fake? Es gibt keinen Tiroler, dem, wo du den Bus hinmachst, der einfach nur so vierer geht. Das gibt's nicht. Gut. Also aus Michael Liabranis enzyklopädischer Kenntnis, Tiroler Busfahrer, ja. schließt er, dass es sich um ein Fake-Video handelt. Also Moment, 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 Moment. Präzise, ja? Präzise. Das mit dem Ski, das ist echt. Aber dieser Mann ist nicht wirklich Busfahrer. Aber ja, der Busfahrer spielt schlecht, habe ich gesagt. Ja? Nein, es ist ein Fake. Ich sage es ein Fake. Ich sage Fake. Julia? Ich sage Fakt. Julia sagt Fakt. Ist ein Fake. Der Fake. Fake. Der Fake. Der Fakt. Fakt oder Fake. Fake. Ja, ob dieses Video Fakt oder Fake ist, das haben wir natürlich auch unsere Experten gefragt. Und unsere Experten haben uns hier in ihrem Panel eine kleine Expertise zusammengefasst. Fliegender Ski demoliert Bus. Es war im Winter 2013, als der Super-G-Weltmeister 2009 Didier Küsch mit seiner Familie in Sölden einen wunderbar sonnigen Tag verbrachte. Sein Markenzeichen, der berühmte Skisalto, wurde dem Schweizer dort scheinbar zum Verhängnis. Das Video wurde fast 3 Millionen Mal aufgerufen und da sah man sehr genau, welche Skimarke sogar Sicherheitsglas zerschlagen kann. Nämlich die Skimarke Head, zufällig der Sponsor von besagten Herrn Küsch. Die Zerstörung des Busses war also nicht nur schlecht gespielt, sondern sie war auch alles andere als ein Unfall. Sie war ein sehr gut geplanter Marketing-Gag. Das Ganze ist also definitiv ein Fake. Ja! Das habe ich gewusst. Schade eigentlich, dass man kein Geld gewinnen kann. Ja, aber wie gesagt, es gibt die große Trophäe zum Schluss hart noch aus. Zum Abschluss der Sendung nach diesem kurzen Exkurs, der wirklich Hand und Fuß gehabt hat, kommen wir noch zu einem Video mit Hand und Fuß, aber eher ohne Fuß. Also schon mit Fuß, aber hauptsächlich mit Hand, also schon auch mit Haupt, aber egal. Also wir kommen zu einem Video, wir schauen es uns einfach an. Ich hoffe jedenfalls, ihr seid alle schwindelfrei. Wir sind da also oben am DC Tower, am höchsten Gebäude von Wien. Man sieht die Uno City, sehr schön, und die alte Donau daneben. Aber die Frage bleibt natürlich, ist dieses Video wirklich dort entstanden oder hat sich da jemand irgendwo in ein Studio vor eine grüne Wand gestellt und das Ganze gefaked? Es gibt ja so verrückte Sachen. Ich meine, es gibt ja diese Slackliner, die in, wo ich immer denke, das müsste eigentlich verboten gehören, weil es so gefährlich in Wien ist, kann man das immer nicht vorstellen, verboten, dass es solche Sachen gibt, das machen Leute, ob das jetzt wer in Wien macht oder ob... Ich glaube, das stimmt, ja. Ja, warum auch nicht? Nia, wie schaut das aus? Solche Stunts bei dir eher an der Tagesordnung oder eher... Naja, das, was die Dame da macht, das ist jetzt nicht so besonders. Jeden Tag morgen Gymnastik ja, bei dir. Er ist super mit der Maske. Er, ist ja, er ja. wollte eigentlich nach Venedig zum Karneval. Ist aber schon sehr früh falsch, Opa. Hat sie gesagt, nein, Schatzi? Du musst mich erst mit dem Selfie-Stick filmen. Ja, ich kraxel darauf. Schau, ich werde was sagen. ich weiß es nicht. Ja, ja. Aber warum wäre das erlaubt? Naja, das weiß man ja nicht, ob es erlaubt. Ob es erlaubt ist. Darum hat er ja eine Maske auf. Ja, genau. Ich glaube, das ist ein Porno, weil der eine Maske auf hat, aber... Geht das nur weiter? Ja, was machen die sonst noch? Wir steigen ob unseres Sendeplatzes jedenfalls an dieser Stelle aus dem Video aus, aber... Ich meine, die hat sich gedacht, ich möchte den Arsch
ganz in die Höhe halten und ist da 400 Meter raufgegangen. Wie hoch ist es eigentlich? 400 Meter, das ist hier nicht, oder? Nein, das, wo ist das? Deutlich zu hoch. Am DC Tower ist das. Am ganz, was? Ganz an der Spitze, das höchste Gebäude von Wien und nach oben, nicht was im obersten Tower? Stock, am DC Tower. DC? DC, wenn nicht DC. Ja, also. Das war nicht DC, war nicht DC. Das... Ja. Den kenne ich gar nicht, wo ist das? Man sieht es hast du jemals gehört, dass in Wien am DC Tower? Auf der Donauplatte. Ja, Donau. Ja. Wie? Ach so, die Seetauer, alles klar. Meine Güte. Ja. Dort oben auf der Antenne sind wir ungefähr 250 Meter über dem Boden. Ja. Aber ich brauche von euch jetzt, wurscht auf welcher Höhe, jedenfalls eine Festlegung auf Fakt oder Fake. Also ich sag Fakt. Katharina, ich sag auch, Fakt. Das kann sein. Warum? Es gibt so blöde Leute, die es machen. Es gibt genug solche. Es gibt genug. Ja, ja. Du sagst, es die das brauchen. Also blöd, ich möchte mich bei allen Menschen diesen Mut haben und die Sportlichkeit entschuldigen, dass ich gesagt habe, blöd. Aber es ist halt schon vertrottelt. Weil für was geht man da? Vertrottelt, ja. Aufwenden. Julia? Furchtbar. Ich sage auch Fakt. Fakt. Gut. Fahrt jetzt eigentlich. Ja. Total lang. Ja, schön. Ja, dann sage ich Fake. Das ist Fahrt oder Fake? Dann sagst du Fake. Ja. Gut, wunderbar. Ja. Michael Liberani revidiert in letzter Sekunde und das ist, glaube ich, nicht das Einzige, was du in diesem Zusammenhang revidieren solltest, vielleicht auch die vorigen Aussagen. Wir freuen uns nämlich sehr, dass die Dame, die auf diesem Video zu sehen ist, hier bei uns im Studio ist. Die wunderbare Stefanie Mellinger! Stefanie, schön, dass du bei uns da bist. Schön, dass du persönlich die Entschuldigung von Michael Liberani dann entgegennehmen kannst. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen ganz herzlich entschuldigen. Ja. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich so blöd Sachen gesagt habe. Stefanie, ohne jetzt zum Video schon zu viel vorwegzunehmen, also erzähl uns doch mal, was du so beruflich machst. Das, was man jetzt am Video gesehen hat, mache ich nicht beruflich. Also ich bin Artistin. Die Extremsachen, die mache ich eigentlich, weil es mich mit Freude erfüllen. Manche können das nicht nachvollziehen. Manche können das nicht nachvollziehen? Aber ich mache Schauen das Sie, einfach, ich würde ja nicht einmal in so einen Anzug reinkommen. Aber das mache ich eigentlich so persönlich eher mehr für mich und weil es mir halt einfach mega Freude macht und ich irgendwie so geboren bin, um solche Sachen zu machen. Aber ist da auch bei dir, ich meine, du bist offensichtlich schwindelfrei und befreit von Höhenangst, aber bei so einer Aktion hat man da trotzdem irgendwie einen anderen Ruhepuls, als wenn du es da am Podium machst? Ja, natürlich. Also man ist viel aufmerksamer, wie wenn man das jetzt da macht, weil man weiß, man darf sich keinen Fehler erlauben. Das ist ja nicht die einzige solche Aktion, du machst aber sehr häufiger, du hast uns noch ein paar Videos mitgebracht, wo sicher auch einigen gleich flau im Magen werden wird. Da geht's auch ziemlich ab. Um es jetzt noch einmal endgültig zu klären, bei diesem Video am DC Tower, ist da getrickst worden oder nicht? Nein, das ist definitiv echt zu 100%. Absolut. Fuck. Ihr habt ja vorher schon intensiv diskutiert. Gibt es Fragen an die Stefanie? Ja, aber ich kann, haben Sie nicht wirklich, da geht es weit runter.
Haben Sie gar keinen Funken Angst? Oder was ist der Kick? Ja, also Kick ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich bin schon als Kind so, ich habe mich schon überall abgehängt, immer meine Mama hat einen halben Herzinfarkt gekriegt. Bei der so Geburt schon, an der Nabelschnur. So ähnlich, ja. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen in sich haben. Also, ich bin einfach so geboren, um solche Dinge zu machen. Aber Sie würden nicht sagen, dass es Mut ist. Weil, wenn man mich fragt, warum machst du sowas nicht, sage ich erstens, weil ich es körperlich natürlich nicht kann. Aber das könnte ja theoretisch sein, dass ich so lange trainiere, bis, ich glaube, man kann sich auch nicht immer so verbiegen. Also so, das ist, glaube ich, eine, oder kann man das trainieren? Das ist alles antrainiert bei mir. Also das könnte ich auch? Ich bin nicht so, beweglich geboren. Ja, wenn man genügend trainiert, also ich denke schon. Wie lange müsst ihr es wird halt mit der Lebenserwartung knapp. Aber... Auf meinem Grabstein wird stehen, aufs Reck ist ein Karot noch aufgekommen, dann war es aus. Und aber zum Beispiel, wo man das gesehen hat bei diesem Felsen, wenn da ein Windstoß kommt, haut sie es ja runter. Das würde ich austrainieren können. Und wenn wir mit unserer Ringekanone kommen, genau. Also es ist tatsächlich schon mal sogar eine Drohne während einem Stunt gegen mich geflogen und ich bin trotzdem nicht runtergefallen. Also. Wow. Also. Bei all den wunderbaren Dingen, die Stefanie schon gemacht und geleistet hat, natürlich der Aufruf, bitte, bitte nicht zu Hause nachmachen. Das ist jahrelanges Training und perfekte Körperbeherrschung. Also auf keinen Fall einfach so leger ausprobieren. Aber Stefanie, du hast uns ja noch eine kleine Überraschung zum Abschluss mitgebracht, wo ich dir noch ein recht handliches Requisit zureichen darf. Ich gehe es einmal holen. Es ist eigentlich eine ganz normale Haushaltsgröße, wie man es überall so hat. Und, ich kenne zum Beispiel ein Gulasch, das da drin ist, aufessen. Das kennt ich. Auch das ist eine besondere Fähigkeit. Schick uns das Video und wir zeigen es uns. Warte, perfekt. Kommt sie wieder raus? Was? Kommt sie eh wieder raus? Na, die bleibt jetzt eine Woche da drin. Ja, erst wenn es durch ist. Also ihr habt zwar keine Knoten in den Beinen, aber heute vielleicht zwischendurch einmal einen Knopf im Hirn gehabt bei so viel Fakt und Fake. Ihr habt euch auf alle Fälle ganz, ganz wunderbar geschlagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Julia Edmeier, Michael Niavarani. Und ein ganz besonders großer Dank und eine große Gratulation an die, die am öftesten richtig gelegen ist, Katharina Dorian. Eine Strebsau. Wir ernennen dich zur Ehrenexpertin und verleihen dir im Namen der Republik das große goldene Fragezeichen. Oh. Ich fühle mich geehrt. Das ist wirklich toll. Ja. Wow. Wir hoffen, dass wir Ihnen zu Hause auch ein bisschen geholfen haben, zwischen Fakt und Fake auszusortieren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein für eine neue Folge Fakt oder Fake, wenn wir unter anderem die Frage klären, ist wirklich was dran an der Blutgruppendiät? Und wenn ja, wie finde ich überhaupt die Blutgruppe heraus von meinem Blunzengröstl? Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Schönen Abend und bleiben Sie mir bei den Fakten.